Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Viele Menschen glauben, Hämorrhoiden entwickeln sich mit der Zeit und man bekommt sie erst, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Aber Hämorrhoiden hat jeder Mensch von Geburt an und sie werden erst sichtbar, wenn man etwas falsch macht, an der Ernährung oder am Stuhlgang. Das möchte ich euch hier erklären, wie ihr die Hämorrhoiden wieder wegbekommt bzw. wie ihr es schafft, sie erst gar nicht zu bekommen. Hämorrhoiden sind unten am Analausgang und es ist eine Blutansammlung, Gefäße, die sich mit der Zeit mit Blut füllen und dann dicker werden und nach der Schwerkraft einfach runterhängen. Und das tut weh. Manchmal reißt es auch auf und blutet, dann sieht man das im Stuhl, dass der ein bisschen rötlich verfärbt ist, später oxidiert das Blut und es wird schwarz. Aber das braucht eine gewisse Zeit, bis sich diese Gefäße mit Blut füllen und man das spürt, dass da was unangenehm ist. Und wenn man sie nicht behandelt, werden sie immer größer, immer dicker und hängen auch raus aus dem Ausgang. Und man muss sie veröden lassen. Das ist dann aber nachher ein Fall für den Proktologen. Leute, die sehr harten Stuhlgang haben, weil sie Medikamente nehmen oder auch zu wenig trinken, die pressen, wenn sie auf Toilette müssen. Und dadurch werden die Hämorrhoiden aktiviert. Es füllt sich mit Blut und man spürt es, dass da irgendwas ist. Das ist unangenehm. Also, man muss erstmal schauen, was ist die Ursache und dann gucken, kann man da etwas dran ändern. Wenn es an Medikamenten liegt, dann kann man das meistens nicht ändern. Oftmals sind es Schmerztabletten, die das verursachen. Dann muss man an der Ernährung etwas machen, mehr trinken, was ja auch alten Menschen sehr oft sehr schwer fällt. Aber da habe ich ja in einem anderen Video schon darüber gesprochen, dass man das auch lernen kann. Wenn man jetzt die Hämorrhoiden hat, viel trinken, anders sich ernähren, mehr Flüssigkeit zu sich nehmen, auch eine Suppe, damit der Stuhl sich einfach etwas von der Konsistenz her weicher wird. Das kann man natürlich auch mit Medikamenten oder pflanzlichen Tropfen machen. Da lasst ihr euch auf jeden Fall in der Apotheke beraten. Weil da muss man auch drauf achten. Es hat sehr viele Nebenwirkungen. Da muss man einfach ein paar Dinge beachten. Das habe ich euch aber beim Thema Verstopfung schon erklärt. Hämorrhoiden sind wichtig, gleich zu Beginn zu behandeln und zu bekämpfen. Am besten mit einer Salbe oder mit Zäpfchen, die man dann einfach in den After hineinschiebt. Ich sage einfach, wahrscheinlich, oder es ist nicht einfach, kostet Überwindung. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass das am Ausgang, wo der Stuhl dann rauskommt, sich solche Hämorrhoiden und Aussackungen bilden, die müssen ja irgendwie wieder rein. Und die Schwerkraft, wir sitzen, wir stehen und laufen, bringt das immer wieder raus. Deswegen ist es gut, ein Zäpfchen zu nehmen, das da reinzuschieben und damit kann man nämlich auch die Hämorrhoiden wieder reinschieben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ein paar Mal am Tag macht. Später hat man auch Übung darin und kann es nachdem man auf Toilette war, mit dem Finger einfach reinschieben, aber das ist wirklich das Wichtigste. Von Anfang an die Hämorrhoiden immer wieder reinzuschieben, damit sie nicht rausfallen und wenn sie da hängen, bilden sie immer mehr Blut, werden immer dicker und da muss man sie irgendwann operieren lassen. Es gibt in der Apotheke auch solche Fingerlinge, die sind aus Gummi. Da braucht man nicht ganze Handschuhe, sondern das reicht für den Finger, mit dem ihr das da reinschieben möchtet oder sollt. Den
einen Fingerling drüber zu stülpen. Dann ist es einfach auch hygienischer. Eine Salbe drauf, zum Beispiel eine Hämorrhoidensalbe, die auch die Blutgefäße zusammenzieht. Und das macht zum Beispiel Hamamelis. Das gibt es in der Apotheke zu kaufen, in der richtigen Konzentration. Und dann macht ihr, wenn ihr Hämorrhoiden habt, das 4-5 Mal am Tag unter der Dusche. Man kann auch die Pobacken zusammenpressen, unter der Dusche zum Beispiel. Das kann man üben und dann ploppt es wieder nach innen. Nicht unbedingt ein angenehmes Thema, aber es ist wichtig zu wissen, was man tun muss und kann, dass es erst gar nicht so schlimm wird. Vorbeugend, achtet auf eure Ernährung, trinkt viel. Wenn es anfängt, der Stuhl fester zu werden, guckt, dass ihr euch nicht das zusammenzieht und sagt, ach, es tut mir eh weh, ich möchte gar nicht auf Toilette gehen, weil je länger man das verhält, desto dicker wird es dann, weil es sich einfach eindickt und dann wird es jedes Mal von Mal zu Mal schwieriger. Also holt euch Hilfe in der Apotheke, euren Stuhl wieder weich zu bekommen, dass ihr erst keine Hämorrhoiden bekommt. Das war's für heute. Die Fragen gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, Sonntag 18 Uhr. Ich freue mich drauf. Tschüss.